Spinnen. Ich weiß, dass ihr da seid. Ihr täuscht mich nicht, elendes Spinne. Na, siehst du? Und da ist so ein Dings, das ich drehen muss. Aber man muss erst durch die Dings durchsitzen. So ungefähr. Bam! So machen Profis das. Beziehungsweise Profis würden den Scheißladen hier gar nicht erst zu verkommen lassen, würde ich sagen. Aber nee, da hauen die Zwerge einfach mal ab für ein paar tausend Jahre und schon sieht das hier aus wie bei mir im Badezimmer. Hier mit den Spinnen und dem Glibber am Fußboden und den offenen Zahnrädern. Ja. Wie bei mir zu Hause. Hallo? Was sind denn hier für lustige Köpfe an der Wand? Ach, die sind nur zum hübsch aussehen, vermutlich. Pilze! Spinnen! Und Pilze! Guck mal hier, die haben extra ein kleines Pilzbett für mich ausgelegt. Pilze. Kommt zu Papa. Komm her! Komm! Warum kann ich die großen Pilze nicht mitnehmen? Die will ich haben. Was, und was macht diese Spinne da hinten? Und warum hätte ich erst auf den schießen sollen? Oh, warte, du hast mich entdeckt. Meister Zwergensphäre. Du schießt aber nicht so treffsicher. Ich dafür umso mehr. Ja, das... nö. Was haben die Spinnen hier rumgehackt? Immer müssen die auf allem rumhacken. Das ist wieder so typisch. Typisch Spinne. Hier haben die Dwemer damals gehaust. Guck mal, hier haben die sich hingelegt und gepennt. Auf nacktem Stein. Da können wir uns heutzutage ruhig mal ein Beispiel dran nehmen. Mit unseren verweichlichten, weichen Betten und so. Einfach mal eine Runde auf nacktem Stein schlafen. Habe ich gerade das Stück Metall mitgenommen? So ein verbogenes Stück. Was soll ich denn damit? Warum nehme ich das mit? Da, hier. Zwei Gewicht. Nö, nicht mit mir. Glück. Da sind wir in dem Raum mit den riesigen Zahnrädern. Schön, schön. Ich freue mich schon so riesig drauf, in eins reinzufallen. Und zerquetscht zu werden wie ein Insekt. Vielleicht gehe ich einfach mal hier hoch. Ach, da ist ja keine Treppe. Gehe ich erstmal hier die Treppe runter, damit ich auch wieder hochkomme. Falls das nur nötig sein sollte. Ach, hier kann man einfach runter durchgehen. Okay, hier geht's runter ins Wasser. Gehen wir mal kurz rein. Nö, da ist auch nichts. Nur ein kleines olympisches Schwimmbecken hier. Aber die Zahnräder bilden fast so eine Brücke über das Wasser. Ich muss mal gucken, wohin mich das hier führt. Ah ja. Auf das Zahnrad. Na dann. Wo muss ich hin? Darüber? Da hinten? Probier's mal aus. Komm. Hui, hallo Spinni. Ich bin dann mal weg. Ja, ja, schieß ruhig. Ja, ich muss dann mal vorbei. Lass mich. Hui. Falbtanks Korridor. Da wird erstmal Falb getarzt. Im Korridor. Hallo? Ach, du bist mir gefolgt. Sag das doch. Kann ich ja nicht riechen. Ich dachte, diese Türen funktionieren für euch nicht. Weil ihr dumm seid. Dumme kleine Roboterspinnen. Ach, guck mal, da oben hätte man auch umschießen können. Oh, Falle. Ja, eher nicht reintreten. Eher nicht. Und da ist dann ja eine Riesenballiste. So ein Riesenballisto. Lecker, lecker. So wie es hier ist, das verschlossen oder kann man da... Es ist verschlossen, aber man kann da.
Also etwas von beidem. Siehst du schon, kann ich da. Was habt ihr hier denn Schönes gelagert? Rostiges Metall, schön. Und eine Truhe mit der Verdammung. Klingt nicht schlecht, aber klingt am Ende dann doch eher schlecht. Bleibt doch die Tür auf der anderen Seite. Da habe ich doch gerade irgendjemand gesehen. Ich habe es doch gesehen. Na egal. Tür. Da geht es wieder nach Falbtarz. Also einfach nur zurück. Hallo? Müsste da unten noch eine Spinne unterwegs sein? Habe ich nicht zwei aufgeweckt? Und eine nur ist mir gefolgt? Wenn ich mich nicht... Ah, da hinten. Täusche. Ach, die bewegt sich. Ja, ja. Gut. Probieren wir das nochmal. Und nochmal. Na. Alle guten Dinge sind Brei. Sagt man ja so. Okay, die Brücke lässt sich von hier nicht aktivieren, so wie das aussieht. Gehen wir hier hoch. Ah ja, da ist ein Ventil und ein Hebel. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ach, guck mal, die Brücke geht dann nur da runter, falls man hier ins Wasser fällt, dass man hier einfach hochgehen kann. Und die Brücke führt mich hier hin, in etwa. Etwa hier hin, ja. Oh, hi! Ja, lass dich nur nicht stören da. Bleib ruhig auf der Stelle stehen, ohne mich anzugreifen. Kleiner Zwergen-Ballisto. Oh, da kugelt er schon davon. Fall bloß nicht hier runter. Das wäre ganz, ganz schade für dich. Okay. Und nu? Darüber oder was? Okay. Das sieht aus, als würde man da sehr große Schmerzen erleiden, wenn man da runterfällt. Aber das macht ja nichts. Das waren mittelgroße Schmerzen. Knochenrüstungsschild der Feuerresistenz, der gehört jetzt mir. Ich bin ganz schwindelig, wenn ich hier auf diese blöden, wenn ich hier nach unten gucke. Also lieber nicht nach unten gucken. Lass mich spinnen, ich hab's eilig. Ja, ja, ich bin Arzt. Ich muss durch. Nerv nicht. Lassen Sie mich Arzt, ich bin durch. Oh, hallo, Aidis. Aidis Tagebuch. Die ist von den Skal. Da muss ich gleich mal reinluschern. Was hast du denn so Schönes geschrieben? Da. Ich habe schließlich nachgegeben und Ulyn gesagt, dass ich ihm helfen würde, dieses Antlitz Mzuns zu finden, von dem er so besessen ist. Warum er so dringend einen zwergischen Helm haben will, ist mir schleierhaft, aber ich schulde ihm etwas, also was soll's. Nachdem wir die Räder überquert hatten, haben wir kurz innegehalten, um Luft zu holen. Dieser Ort ist erstaunlich, aber er scheint keinen mehr ersichtlichen Zweck zu erfüllen. Warum die Zwerge so viel gutes Metall für Räder, Rohre und Konstrukte verschwendet haben, ist für mich vollkommen unverständlich. Wir mussten mehrere Metallspinnen abwehren, während wir uns auf den Rädern herumdrehten. Uns wurde so schwindelig, dass wir beinahe heruntergefallen wären. Ich weiß genau, wovon du redest. So, ich will ja mal schauen, ob man hier diese Brücke runterlassen kann. Vielleicht zum Spaß oder aus Jux und Dollerei. Nee. Doch. Man muss nur hingucken. So, jetzt kann man auch von hier aus ins Wasser rein glitschen. Das ist äußerst praktisch, aber eigentlich wollen wir hier durch die Tür. Ins Kesselhaus, genau. Da gibt es ein Kessel Buntes. Und ich höre Metallisches. Kann euch genau hören. Da vorne sind die wieder. Was machen die komischen Spinnen hier bloß? Die hacken einfach irgendwo in der Gegend rum. Ach, die Tür geht von alleine nicht auf. Kann ich auf das Ding dahinter schießen?
Nee. Nee. Sind die Zwischenräume wahrscheinlich zu klein für. Na gut, dann halt nicht. Ich finde schon einen Weg da rein. Ihr werdet es schon sehen. Das sieht ja kesselig aus hier unten. Ist ja auch ein Kesselhaus. Ich finde es echt erstaunlich, was die Dwemer hier so alles gebildet haben, gebaut haben. Die hatten echt Dampfmaschinen und trotzdem ist ihre Zivilisation komplett verschwunden. Das ist so ein bisschen merkwürdig, wenn man darüber nachdenkt. Oh, ein primitiver Aufzug. Jetzt geh halt hier hoch. Weil eigentlich müssen die doch so die dominante Kultur sein, weißt du? Und hier alles unterjocht haben oder so. Wie die Menschen auf der Erde halt. Aber nein. Sind lieber ausgestorben. So, Ulen, was hast du dabei? Ulens Tagebuch? Guck da gleich rein, ich will noch hier die Spinne. Was hat der gute Ulen denn so geschrieben? Da. Irgendwo bei U wahrscheinlich. Eides blieb bei den Rädern zurück, um diese metallenen Monster abzuwehren, doch sie ist seitdem nicht wieder aufgetaucht. Ich werde also weitermachen und das Beste hoffen. Nicht zurückgehen und gucken, ob hier was passiert ist? Naja. Leider wird mein Fortschritt durch ein Tor verhindert, das ich nicht aufbrechen kann. Ich habe die Rohre verfolgt und es scheint, dass das Tor durch den großen Kessel in der Mitte des Raums gesteuert wird. Ich werde versuchen, die Resonatoren mit einem Pfeil abzuschießen, um zu sehen, ob sich das Tor dann öffnet. Okay, ein großer blauer Ring. Mein erster Versuch lief nicht ganz so gut. Die Resonatoren schienen Dampf weiterzuleiten, nachdem ich sie getroffen hatte. Daraufhin leuchtete der Kessel blau auf, was ein gutes Zeichen zu sein schien. Als ich dann ein paar der Resonatoren getroffen hatte, wurden die Lichter dummerweise auf einmal orange. Aus der Zentrale zischte Dampf und dann kamen auch noch einige Zwergenkonstrukte und griffen mich an. Dennoch muss das Antlitz Mzuns hier sein, also werde ich es weiter versuchen. Da gibt es bestimmt einen Trick. Vielleicht, wenn ich es schaffe, im zentralen Kessel genau die richtige Menge Druck zu erzeugen. Ich meine, mich zu entsinnen, dass drei Teile aufleuchteten, nachdem ich den linken Resonator getroffen hatte. Ich werde es diesmal von rechts probieren und mir merken, was ich sehe. Oh, na toll. Ich muss mir Dinge merken. Daran bin ich ja unheimlich gut. Naja, dann probiere ich das mal aus, was hier so passiert. Ich werde auch mal von rechts anfangen. So. Da ganz rechts fange ich an. Sind das 18 von 20? Sind 18, oder? 18. Und wenn ich da drauf schieße? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13. Waren das 13? Ich glaube, das waren 13, oder? Und was passiert jetzt? Jetzt werde ich angegriffen. Natürlich, klar. Also man muss anscheinend den blauen Ring voll kriegen. Den einmal ganz rum voll. Und wenn es zu viel geht, dann wird es orange und wir kriegen Stress. Was passiert, wenn ich auf den schieße? Wie viele gehen dann? Das 9? Ja, es sind 9. Okay. Haben wir noch den da? Sechs. Okay. Und den da? Vier. Und den allerersten? Wenn der jetzt einer ist, passt's ja. Leider waren es drei. Leider, leider. Du da, hör auf mich anzugreifen. Wollte ich schon immer mal sagen. Okay, wenn ich mich nicht verzählt habe, sind das
20 Stück drumrum, also muss ich 20 voll kriegen mit dem, was ich habe, und das ist unmöglich, weil ich scheiße im Kopf rechnen bin. Mal dit. Warum bin ich eigentlich so scheiße im Kopf rechnen? Habe ich mich irgendwo verzählt? Nicht 18, da so kommt das nicht, weil ich da 3 habe. Ich muss ganz kurz überlegen. Ah, jetzt habe ich es. Pass auf, der hat 13, wenn ich mich nicht täusche. Da unten ist noch so ein komischer Dingens. Hey, du! Oh, er hat mich gesehen. Oh nein! Da links ist noch einer. Der hat mich aber noch nicht gesehen. Hey, Trottel! Ich sagte, hey, Trottel! Fahr doch nicht einfach weg! So, jetzt habe ich 13, wenn ich mich nicht täusche. Und das da hinten war 4. Oh, hi! Der kommt mich nochmal nett besuchen. Das da hinten waren 4. 1, 2, 3, 4. Fehlen noch 3. Und der erste waren 3. Haha. 2, 3. Bingo! Da tut sich doch irgendetwas. Irgendetwas tut sich da. Das gucke ich mir mal genauer an. Da unten kreucht noch. Ich habe einen roten Dings gesehen. Punkt. Ich weiß, dass da noch irgendjemand ist. Gehauen, Feichling. Hallo? Ach, da bist du, Zwergenballisto. Wie mit Rosinen. Schlimmste Balliste überhaupt mit Rosinen. So, und jetzt hat sich hier die Tür aufgetan, oder wie haben wir das? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Da. Ah, jetzt bin ich auf der anderen Seite der Tür. Ah, jetzt... Und schon geht die Tür auf, die ich jetzt gar nicht mehr brauche. Bolzen? Wo ist denn... Der ist hier doch hinge... Da. Ich habe ihn immer noch nicht gesehen, aber ich habe ihn zumindest mitgenommen. Den seelenlosen Stahlbolzen. Und zurück nach Falbtarz. Da wird so gefalbt und geharzt. Hebel. Yay! Frage ist, wo führt mich das jetzt hin? Oh, hier oben sind auch Zahnräder. Das ist ja... Das ist ja wundervoll, dass hier oben auch Zahnräder sind. Ja, ja, lass mich, Spinne. Ich muss... Ich sagte, lass mich, ich muss. Hör doch mal zu. Alles muss man hier dreimal sagen. Okay. Ah, war nicht so. Autsch. Das Ding hat die Rüstung durchschlagen. Daran ist es sehr gut. Scheißkunst verbessert. Bam. Bam, sage ich dazu nur. Und da kullert er wieder rum. Das ist echt süß. Oha, Truhe. Immer zuerst auf die Truhe. Und dann das da. Aha, so kommt man dann nach da drüben hin. So man denn darüber kommt. Kann ich da einfach rüber hüpfen? Nope. Erstmal schwimmen gehen. Mist. So ein Mist. Jetzt muss ich da wieder hoch. Mist, 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 Mist. Aber das kriege ich auch noch hin. Ich bin ja Profi. Das kann ich echt einmal sagen, ohne zu lachen. Profi. Jo. Hallo, Onkel Kesselhaus.
Jetzt weiß ich auch, warum es wichtig war, diese Tür zu öffnen. Zack. Schon sind wir eine Etage höher. Und können nun ungestört hier lang weiter. Genial.